Es ist mal wieder Zeit für eine komplette Rumtour, wo ich euch alle meine Aquarien und Terrarien zeige. Dann ist hier mein Kleiderschrank und hier ist noch mein Hardscape. Nanotank 35 Liter. Ich glaube, das hat so ein bisschen einen Fluch, das Aquarium, dass ich jetzt gerade viel mehr Motivation und Spaß mit den Aquarien habe. Oder? Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Bachi und vor circa 6-7 Jahren habe ich mit dem Aquascaping angefangen und es ist ziemlich eskaliert, wie man hier sehen kann. Das ist eigentlich mein Wohnzimmer, aber es ist mittlerweile komplett voller Aquarien und Terrarien und ich habe langsam keinen Platz mehr und diesmal zeige ich euch auch noch so ein paar Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, nämlich wo ich meine ganzen Hardscape-Materialien, Steine, Wurzeln und sonstige Sachen aufbewahre, weil das sind auch noch einige Sachen. Also hier ist der Eingang, hier vorne ist noch ein Bad, das ist relativ klein. Und hier ist so der Eingangsbereich, hier liegen natürlich auch Sachen, hier ein Paket mit Soil, noch ein Sack Soil für das nächste Aquarium und hier geht es dann rein in die Küche. Ist jetzt nicht komplett aufgeräumt, aber ich denke, es ist okay, es ist auch nicht komplett das Chaos, ist ein bisschen Geschirr noch. Und hier ist das erste Aquarium, das Juwel Rio 125, eines der neuesten Aquarien, das ich eingerichtet habe und ich bin richtig zufrieden damit, also gefällt mir sehr gut, auch hier in der Küche und es ist auch pflegeleicht eingerichtet, läuft auch mit der Standard-Juwellampe, deswegen entwickelt sich alles langsamer, macht es aber dafür auch relativ pflegeleicht, weil ich auch relativ einfache Pflanzen im Aquarium habe. Mittlerweile sind jetzt Fische im Aquarium, einmal die Kardinalsfische, fühlen sich auch ganz wohl und schwimmen herum und hier die Nanostomus Equus, was man hier sehen kann, auch sehr coole Fische. Sind aktuell 3 in dem Aquarium, werde ich vielleicht noch welche dazusetzen und generell noch andere Fische. Ich bin mir noch nicht sicher, welche. Also jetzt, wo die Kardinalsfische und die Equus eher oben schwimmen, würde ich noch eher Fische für weiter unten einsetzen. Vielleicht noch irgendwas Bunteres. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ansonsten läuft das Aquarium relativ gut. Das CO2 wird jetzt gerade leer. Also hier hinten kann man sehen. Ich habe das ja vor 5 Wochen circa eingerichtet und bepflanzt. Und ich habe hier die CO2-Anlage von Arca in Verwendung. Was auch richtig gut funktioniert, nur jetzt mittlerweile nach knapp 5 Wochen oder guten 5 Wochen ist sie leer. Sie lief ein paar Tage dazwischen nicht, da war sie ausgeschalten. Also so 4 Wochen für so ein 120 Liter Aquarium reicht sie. Also ist schon relativ häufig, dass man die austauschen muss. Bald kommt ja von Arca eine größere Variante raus, die ist dann wahrscheinlich für das nochmal besser geeignet, dass man nicht so häufig das austauschen muss. Muss ich aber jetzt dann machen, ist auch nicht so schlimm, geht ja ziemlich schnell. Habe ich auch im Aufbauvideo von Aquarium gezeigt, wie man die CO2-Anlage befüllt. Und das geht echt schnell. Ansonsten läuft das Aquarium auch mit den Ackerprodukten, auch hier den Dünger, also einmal den flüssigen CO2-Dünger und den NPK-Dünger. Funktioniert auch gut. So wie man sehen kann, alle Pflanzen wachsen sehr gut. Also auch hier der Aponogeton hier hinten schaut gut aus. Die Bacopa, mal schauen, die ist nicht ganz so ideal. Aber sonst entwickelt sich alles sehr gut und schaut schön aus. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Setup. Auch hier die Kardinalsfische, wie die hier so ein bisschen balzen. Die sind richtig unterschätzt, also mir gefallen die richtig gut. Ich mag die sehr und die vermehren sich auch immer wieder mal. Also ich habe so ein paar kleinere. Hier kann man sehen, das sind Babys, was halt bei mir dann groß gewachsen sind. Aber es ist auch nicht so, dass sich die extrem vermehren. Aber hier hinten kann man sehen, wie schön die aussehen, wenn die balzen. Ich hoffe, dass man das ein bisschen sehen kann. Also kann ich euch sehr empfehlen, die Fische. Wir können sie auch gleich füttern. Ich fütter meistens das Bio-Gran von Arca, also ein biozertifiziertes Granulatfutter, was richtig gut ist. Also sind alle Bestandteile biozertifiziert, was vor allem heißt, dass das Fischmehl aus ganzem Fisch ist und aus Biofisch, was halt eine viel bessere Qualität hat, als wenn es jetzt irgendein billiger Fisch ist. Ich habe dazu einen Filter und den Skimmer abgesteckt, damit der Filter und der Skimmer das Futter nicht einsaugt, weil das wäre natürlich nicht so gut. Und dann schauen wir mal, wie hungrig die sind. Also gehen sofort drauf und fressen los. Also wird sehr gut angenommen und es schwimmt auch, aber es geht auch relativ schnell unter. Also die Stücke, was untergehen, schwimmen relativ schnell zu Boden. Und das, was oben treibt, bleibt erstmal oben. Und sobald die Fische da so ein bisschen reingehen, sinkt das dann ab. Also für alle Bewohner im Aquarium gut geeignet. Für die, was weit unten schwimmen und für die, was weit oben schwimmen. Wenn man jetzt viele Fische hat, die von unten fressen, kann man das Ganze auch unter Wasser reinstreuen. Dann sinkt das sofort, wenn man auch irgendwie Panzerwelse oder so hat. Fressen die das dann auch und auch vor allem die Garnelen gehen auch natürlich gleich drauf, also kann ich sehr empfehlen. Ein wichtiger Tipp, wenn ihr den Filter abschaltet zum Füttern, lasst die Unterschranktür am besten offen, dann seht ihr gleich, dass irgendwas nicht stimmt und der Filter aus ist. Weil es wäre halt blöd, wenn man jetzt den Filter vergessen würde. Ich lasse den jetzt noch ein bisschen ausgeschalten, bis die Frische gefressen haben und das ganze Futter weg ist. Und dann schalte ich ihn nach dem Video gleich ein oder während dem Video, wenn ich dann denke, aber spätestens wenn ich da wieder in die Küche komme, sehe ich, Unterschrank ist offen, deswegen muss ich schauen, was los ist. Sehe dann gleich, Filter ist aus und schalte ihn gleich ein. Hier neben meiner Küche
ist mein Abstellraum, der ziemlich chaotisch ist, also sorry dafür, aber ich möchte euch das zeigen, weil da ist mit das Wichtigste für meine Aquascapes, meine Aquarien, und zwar die Osmoseanlage. Hier die 1900 von Aqua mit einem 200 Liter Fass, damit ich immer genug Wasser habe zum Wasserwechseln und das relativ schnell geht. Ich habe hier so einen langen Schlauch, in den kann ich direkt zu den Aquarien gehen und befüllen, also richtig praktisch und wenig Aufwand, einen Wasserwechsel zu machen. Dann auf der anderen Seite, wie ihr sehen könnt, ich habe keinen Esstisch aktuell, weil ich den einfach nicht brauche, weil ich nie irgendwie dran esse. Der ist mehr so ein Arbeitstisch geworden, wo auch hauptsächlich viel Zeug gelagert ist. Also ich habe überall Sachen stehen, also hier stehen gerade Wurzeln von meinem letzten 120p Layout, Steine, ein bisschen Kies noch, hier sind die Kübel oder Eimer vom Wasserwechseln, hier ein paar Boxen. Dann hier habe ich vor allem Töpfe und so verschiedene Übertöpfe und alles mögliche an Zubehör drinnen. Hier oben liegt auch ein bisschen Zeug, Aquarien, hier sind Kartons und hier sind vor allem Produkte, die ich nicht so häufig verwende. Also auch irgendwie zusätzliche Dünger, hier noch weitere Produkte von Aqua und verschiedene Sachen. Hier so eine leere Kartusche für die Osmoseanlage. Hier hinten verschiedene Zusätze, die ich nicht so häufig benutze. Dann habe ich hier einen Plotter stehen, den ich viel zu selten benutze für Sachen. Also habe ich mir gekauft und wollte eigentlich Sticker und so machen, aber bin noch nicht so richtig dazu gekommen, mich mehr damit zu beschäftigen. Aber vielleicht kommt da mal was. Oder zumindest, dass bei den Bestellungen immer ein paar Sticker dabei liegen, die ich selbst gemacht habe. Und hier kommt dann mein Lager- bzw. Verpackungsstation und 3D-Druckstation. Also hier drucke ich Sachen mit meinem 3D-Drucker. Ich habe einen Bambulab P1S, ein richtig nicer Drucker mit dem AMS, also dem automatischen System zum Wechseln. Der ist richtig gut, druckt schnell und richtig schön. Hier drucke ich zum einen die Soil Scoops, wie ihr sehen könnt. Wenn man das so ansieht, schaut der richtig gut aus, also wenig so Print-Layers, was man sehen kann. Also bin ich sehr zufrieden mit. Gibt es bei mir einen Shop, sowie die Covers für die Klingenreiniger, einmal für den Chichiros und für den ADA und für den ADA Mini Pro Razor. Dann habe ich hier so Metallsticker, die ihr bei mir kaufen könnt oder auch bei den Unterschränken dabei sind und halt Visitenkarten und Sticker, was bei den Bestellungen dabei sind. Ansonsten hier Filamente für den Drucker und Kartons, um die ganzen Sachen zu verschicken natürlich. Hier unten auch Verpackungsmaterial, hier liegt auch ein bisschen was. Ich hebe das immer auf, wenn ich Pakete bekomme, um halt nicht irgendwie Sachen zu verschwenden, dass ich die halt wiederverwenden kann, irgendwelche Verpackungen. Und hier ist noch ein Gefrierschrank, weil ich habe noch so ein kleines Fach im Kühlschrank als Gefrierfach, deshalb habe ich noch einen extra Gefrierschrank für Frostfutter und verschiedene andere Sachen. Und hier ist noch ein neues Produkt, was jetzt auch online sein sollte, wenn das Video rauskommt. Und zwar einen Sandflattener. Ich habe da schon früher so Sachen selbst gemacht, also so Bastelplastik, die schauen relativ schnell nicht mehr so schön aus. Aber kann man natürlich auch machen, irgendwie so ein Dreieck und damit in Sand oder Soil gerade ziehen, dass das schön gerade ist. Und wenn ihr da jetzt was Schöneres haben wollt, habe ich jetzt hier einmal hier so transparent frostet und einmal hier schwarz frostet, also so matt, was auch nicht so schnell zerkratzt. Natürlich mit der Zeit werden dann ein paar Kratzer reinkommen, aber nicht so schnell. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Und damit das nicht nur Werbung ist, gibt es auch gleich ein kleines Gewinnspiel. Und zwar verlose ich einmal einen Sandflattener, könnt ihr euch aussuchen, welche Farbe. Dann ein Soil Scoop, also so ein Becher, um Sand und Soil irgendwo reinzuschütten. Und wenn ihr es brauchen könnt, so Razor Covers. Also schreibt mir dann gerne, wenn ihr gewonnen habt, ob ihr halt was davon brauchen könnt. Kommt drauf an, ob ihr so einen Klingenreiniger habt, dann könnt ihr euch auch ein bis zwei davon aussuchen. Wenn ihr zum Beispiel halt den Chihiros habt, dann braucht ihr nur das eine. Wenn ihr die zwei ADA Razor habt, dann kriegt ihr auch beide. Und natürlich so einen Metallsticker und andere Sticker kommen auch dazu. Schreibt einfach einen Kommentar, dass ihr gewinnen wollt und wie euch das Video gefällt oder irgendwie Feedback zum Video oder zum Aquarium. Also einfach einen Kommentar schreiben und dazu, dass ihr gewinnen wollt. So, dann stecke ich gleich wieder den Strom an, damit der Filter wieder läuft, damit ich das auch auf keinen Fall vergesse. Und hier, Klappe zu. Dann, bevor es jetzt zu den Hauptdingen geht, also zu den Aquarien, also das ist so mein Eingangsbereich, Küche und das ist mein Wohnzimmer, wo die ganzen Aquarien und Terrarien stehen, geht es in mein Schlafzimmer. Das habe ich euch, glaube ich, in Videos noch gar nicht so gezeigt, aber dort sind auch einige Aquariensachen. Und zwar, hier geht's rein, hier einmal mein Bett, nichts Besonderes. Hier in den Schrank, hier sind auch teilweise Aquariensachen, hier oben zum Beispiel Steine. Da unten sind auch in ein, zwei Fächern Aquariensachen, aber eher weniger. Hier in der Kiste, die habe ich von meinen Eltern geerbt, also eigentlich von meinem Papa. Da sind auch Mini-Landschaftssteine drin und Wurzeln. Dann hier sind Toolstands, also alte Toolstands, einmal hier ein Prototyp und noch den, was ich vom Jochen bekommen habe. Das war so der erste, den ich mit ihm geplant habe vor einigen Jahren.
Und jetzt seit Anfang des Jahres gibt es meine eigenen hier aus Eiche. Der war noch ein Prototyp, wo das ein bisschen anders hergestellt war. Hier geht's weiter. Da sind noch mehr Verpackungsmaterialien, also so geschredderte Kartons, um Sachen zu verpacken. Hier stehen Außenfilter und eine Lampenhalterung, also ein paar Außenfilter habe ich auch hier. Vielleicht brauche ich die irgendwann mal. Dann hier hinten oben auf dem Schrank liegen große Wurzeln und in den Kartonen liegen auch noch mehr so Korkwurzeln. Dann ist hier mein Kleiderschrank, hier bin ich wieder. Hier sind Klamotten, was ich halt immer anziehe. Hier sind so Klamotten, was ich nicht so häufig anziehe, ein bisschen alte Sachen und so ein anderes Zeug. Und hier ist noch mehr Hardscape. Also ist jetzt gar nicht so leicht zu zeigen, aber hier ist voll. Ich habe jetzt hier hauptsächlich eher leichtere Sachen, Filterschwämme, irgendwelche Quarksachen und hier unten sind dann Steine, Wurzeln und anderes Hardscape. Und hier geht es natürlich weiter. Hier noch mehr Kisten mit Hardscape. Also vor allem auch von Arca gibt es ja Mini-Landschaft, Drachensteine und die Lava-Pebbles und Frodo Rocks. Also habe ich alles zum Teil da. Ich weiß gerade gar nicht, was überall drinnen ist. Dann hier in dem Bester-Schrank ist vor allem Sand und Kies, verschiedene Sachen. Kann man ja nie genug haben, weil man braucht hier immer Details. Und wenn man da viele unterschiedliche Sachen hat, ist es halt immer schön. Ja? Aber ich brauche natürlich auch irgendeinen Platz, wo die hingehören. Dann hier verschiedene Sachen zum Bauen. Ich könnte die natürlich auch woanders hinräumen, aber dann vergesse ich, dass ich die habe und ja, die sind halt jetzt einfach hier. So XPS-Platten, hier so Lichtleiterplatten und hier in den Schrank sind auch lauter Aquarien-Sachen, irgendwelche alten Lampen, Rückwandfolien, ADA-Toolpack und hier geht es weiter mit lauter Sachen. Hier zum Beispiel viele Schläuche und lauter so Zubehör, was man eigentlich fast nicht mehr braucht, aber nicht wegschmeißen will, wenn man es halt hat. Also, da sammelt sich mittlerweile einiges. Und jetzt sind wir hier im Herzstück, also in mein Studio angekommen und das ist mittlerweile immer mehr zum reinen Aquascaping und YouTube-Studio geworden. War anfangs mein Wohnzimmer, anfangs mit meiner Couch und Fernseher und ein, zwei Aquarien. Dann ist die Couch und der Fernseher weggekommen, dann hatte ich so eine kleinere Bank, die ist jetzt mittlerweile auch weg. Ich bin aktuell immer so ein bisschen umbauen, will aber in Zukunft ein extra Studio haben, weil hier alles zu eng wird. Wie ihr sehen könnt, ich habe überall Sachen. Das ist zwar cool, wenn man jetzt irgendwas Neues baut, dann hat man immer gleich Sachen griffbereit, aber andererseits ist es manchmal auch ein bisschen nervig, wenn hier alles voll mit Aquariensachen ist und man nicht irgendwie mal abschalten kann und einfach nur irgendwie hier sitzen kann und nichts machen kann oder halt nach der Arbeit, also nach den Videos machen, mal ein bisschen Ruhe hat. Und manchmal denke ich mir das, wäre es cool, ich denke vor allem in Zukunft ein extra Studio zu haben. Deshalb bin ich da gerade so ein bisschen am Suchen. Das ist natürlich nicht so günstig, also falls ihr mich supporten wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, das supportet mich am meisten, wenn ihr einfach meine Videos schaut. Natürlich könnt ihr auch Sachen bei mir im Shop kaufen, so wie T-Shirts oder irgendwelche andere kleine Zubehörsachen. Aber wenn ihr meine Videos schaut, ist das der beste Support und wenn euch meine Videos gefallen, also schreibt gerne Kommentare und schaut meine Videos, das hilft mir am meisten. Und jetzt zeige ich euch meine ganzen Aquarien und Terrarien. Also hier vom Eingang sind gerade noch ein paar Sachen abgestellt. Das ist einmal eine Pflanze und hier ist das Moosbild, falls ihr euch gewundert habt. Wenn ihr das Video dazu gesehen habt, das schaut noch immer gut aus. Also ist nicht irgendwie komplett eingestaubt und manchmal sind es ein paar Stellen, wo Moos sich löst. Vor allem, wenn man es halt irgendwie hin und her stellt oder so, dann passiert das, wenn das hängt. Kommt das eigentlich gar nicht vor, aber ich habe jetzt aktuell keinen richtig guten Platz, deswegen steht das hier, jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten, ist okay, muss ich schauen, vielleicht hänge ich es noch irgendwo hin, aber wie gesagt, weil ich ja Studio suche, denke ich mir, bei vielen Sachen mache ich es so mal provisorisch und baue jetzt nicht zu viel um, aber egal, wir schauen mal das erste Aquarium an und das ist das 45F, ohne Wasserwechsel, ohne Außenfilter, ohne CO2, das läuft so okay, also es läuft nicht mehr so extrem gut wie anfangs, wie die ersten Monate. Also es schaut trotzdem noch gut aus, aber es gibt so ein paar Sachen, die so mittel sind. Es ist zum einen ein bisschen leer gerupft, weil ich habe für die Messe letztens ja ein paar Pflanzen daraus geholt, also von der Sagittaria. Und es ist schon relativ viel Mulm hier im Boden. Und die Pflanzen schauen nicht mehr ganz so gut aus wie anfangs, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt gerade viel rausgeholt habe. Aber mal schauen, es gibt immer Höhen und Tiefen, manchmal schaut es besser aus, manchmal schlechter. Bei Aquarien, das kann nicht immer alles perfekt aussehen und so im Großen und Ganzen, für das, dass ich relativ wenig mache, schaut es ganz gut aus. Ich habe auch vor allem ja mal die ganzen Echinodorus-Blätter weggeschnitten, weil ich da so Wollläuse hatte, die immer noch wieder da sind. Also hier kann man sie sehen, das ist echt nervig. Ich muss da mal schauen, was ich da machen kann, weil irgendwelchen Gift sprühen ist halt hier schlecht möglich, weil ich habe hier auch Garnelen drinnen und ich glaube, das wird sich nicht so gut vertragen. Hier habe ich jetzt eine von den Schismatoglottis eingesetzt, einen Teil davon, was ich ja letztens im Terrarium-Video gezeigt habe und verschiedene andere Pflanzen, hier auch so ein paar
Rangpflanzen, ich glaube es ist ein Epiphrenum, hier reingesetzt, einfach weil ich ihn da hatte. Und der wächst eigentlich ganz gut, also hier, die Blätter sind hier schon wieder gekommen. Also das ist ein Selbstläufer, ich mache da nichts, ich fülle da nur Wasser nach und es funktioniert einfach, also eigentlich schon ganz cool. Daneben steht jetzt das 60er Paludarium für die Vampirkrabben und ich habe jetzt wirklich schon lange keine Vampirkrabben mehr gesehen. Also ich weiß nicht, ob die sich wirklich noch verstecken oder ob sie leider gestorben sind. Also ich weiß nicht, also mal schauen, vielleicht tauchen sie wieder auf einmal, aber ich lege immer wieder mal ein bisschen Futter rein, das verschwindet, aber ich habe ja auch Asseln in dem Terrarium. Und die fressen natürlich das Futter auch, also kann sein, dass die einfach irgendwo hinten in einer Höhle, weil da hinten geht es halt rein, verstorben sind und ich die nicht mehr sehe deswegen. Also schwierig zu sagen, aber sonst entwickelt sich das ganz gut. Pflanzen wachsen, also hier und die Orchidee zum Beispiel, hinten Moos und auch hier ein Farn, was da kommt. Auch hier auf der Wurzel, das Moos schaut richtig gut aus. Hier hinten ein Farn, hier habe ich auch noch eine neue Pflanze, die habe ich auf der Messe gekauft. Die passt ja auch ganz gut, also ist auch sehr cool. Und hier der Wasserteil ist halt komplett leer, aber relativ sauber, für das ich hier auch nicht wirklich Wasser wechsle, sondern auch immer nur nachfülle und ein bisschen was absauge, aber nicht viel. Also so entwickelt sich das gut, aber Vampirkrabben sehe ich keine. Ich habe jetzt hier auch gerade offen, ich habe auch keine irgendwie in der Wohnung gefunden, also sind jetzt keine rausgekommen. Ich habe wirklich alles abgesucht, weil ich schon dachte, vielleicht sind sie ja irgendwie rausgekommen und deshalb nicht mehr zu sehen. Aber ich habe nirgendwo welche gefunden. Also ich habe in alle Ecken, in alle Spalten geschaut. Also ich habe keine gefunden. Also würde mich schon wundern, wenn die irgendwo unterwegs gewesen wären. Also ich weiß nicht. Aber vielleicht gibt es ja in einer der nächsten Rundtouren wieder ein Update zu den Vampirkrabben, dass ich vielleicht wieder ein paar sehe. Das Glas hier ist ein Doa Neoglas Paluda. Das gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Ich bekomme da immer wieder Kommentare, ob man das noch irgendwo bekommt, aber es gibt es bei uns leider nicht mehr. Ich glaube, ein großer Punkt war der Versand. Also das ist ziemlich oft kaputt gegangen, was ich gehört habe, weil es halt ziemlich instabil ist. Also hier, die Scheiben hier sind ziemlich frei. Also hier unten ist ein Strebe, aber hier die Ecken sind ziemlich oft gebrochen und auch die Scheiben. Deshalb gibt es das nicht mehr und halt nicht so beliebt wahrscheinlich, weil es auch relativ teuer war. Dann geht es hier weiter mit meinem Pfeilgiftfrosch-Terrarium, mit den Tinctorius. Ich weiß nicht, ob man gerade welche sehen kann. Also zwei Stück sind hier drinnen. Ja, hier hinten. Das müsste, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Jinbei oder Shiraoshi ist. Ich habe die Jinbei und Shiraoshi genannt von One Piece. Falls ihr das kennt, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also hier hinten kann man einen sehen, aber sonst das Terrarium entwickelt sich auch richtig gut. Also bin sehr zufrieden damit. Vor allem, wenn man Fotos vergleicht von Anfang zu jetzt, hat sich sehr viel getan. Also das ganze Moos und die Pflanzen haben sich sehr gut entwickelt und sehr gewachsen. Also auch hier die große Bromelie ist riesig geworden. Das ist echt krass. Dann hier ist jetzt eine kleine Spalte dazwischen, wo ein paar Pflanzen stehen. Hier einmal eine und hier mein Neoglas mit den ganzen Alokasien. Entwickelt sich auch ganz gut, also die Pflanzen wachsen. Es kommen neue Blätter, also richtig nice, also hier mit Sphagnum Moos und so Bimsgestein, da Leica ist also Licker, funktioniert echt gut. Also ich hatte immer Probleme mit den Alokasien, auch hier die Jacqueline, was ich im Terrarium hatte, was zu groß geworden ist, die ist in der Raumluft auch einfach nicht so ideal, aber sie bleibt zumindest so, wie sie jetzt hier ist und die Blätter sterben nicht komplett, das ist zumindest mal okay. Vielleicht, wenn ich irgendwann ein größeres Terrarium mache, bekommt sie dann wieder einen Platz im Terrarium. Dann hier mein neuestes Terrarium, das habe ich auch erst letztens gezeigt im letzten Video, möchte ich jetzt nicht zu viel zeigen, weil ist jetzt nicht so viel passiert. Hier das Blatt von Anthurium schaut richtig gut aus, hier der Farn hier ist somit mein Highlight, der Ölfarn, der so bläulich schimmert. Und sonst braucht es einfach noch Zeit, dass die Pflanzen einwachsen und dass das Moos fest wächst und sich verteilt. Das braucht auf jeden Fall noch Zeit, aber sonst entwickelt sich das gut und ich bin mit dem ganzen Setup sehr zufrieden, schaut sehr gut aus, gefällt mir sehr. Dann hier hinten sind auch noch ein paar Zimmerpflanzen und Kokedama, da habe ich ja mal Videos zu gemacht, wie man so Mooskugeln mit Pflanzen baut. Oh, jetzt habe ich da das Lego umgeschmissen. Oh, ich lasse lieber, das riecht nicht danach. Die schauen auch noch gut aus, so wie der hier. Das Kokedama entwickelt sich fast mit am besten. Mit einem Pilea, glaube ich, ist das. Also hat gut funktioniert. Und hier sind noch mehr Zimmerpflanzen, verschiedene Arten. Hier ein Seemantelbaum, der richtig große Blätter bekommt. Also krass, wie groß die da werden. Mit dem Sonnenlicht, vor allem im Sommer, ist das sehr gut gewachsen. Jetzt im Winter wahrscheinlich ein bisschen langsamer wieder.
aber nicht so schlimm. Dann hier ist mein Schreibtisch, wo ich halt die meisten Videos schneide und die Livestreams mache. Also steht jetzt aktuell hier so vor dem Fenster. Ich habe den auf Rollen, damit ich den verschieben kann und halt auch zum Fenster hinkomme, um die Pflanzen zu gießen. Ist ganz praktisch. Hier auf dem Schreibtisch habe ich jetzt auch was stehen, und zwar eins von den Zellgläsern. Das, was mir am besten gefallen hat, was ich eingerichtet habe, und zwar das mit den Anubias. Einmal mit der Gracilis und mit der Anubias Green Jade, mit einem Magnet Light von Doa. Also da schaut auch richtig gut aus, entwickelt sich gut, ist auch richtig pflegeleicht. Immer nur alle paar Monate oder Wochen Wasser nachfüllen, weil das Wasser bleibt ja zum größten Teil in den Glas, weil es ja einen Deckel hat. Braucht man echt wenig machen, nur halt immer wieder mal das Glas putzen, dann schaut es gleich viel besser aus. Also ein sauberes Glas beim Barbicusa macht, glaube ich, 90% der Optik. Also wenn das Glas vom Barbicusa schmutzig ist, dann schaut es gleich um einiges schlechter aus. Also zum Beispiel so wie hier ist das Glas halt einfach beschlagen und man kann das fast gar nicht erkennen. Aber das ist jetzt auch ein Doa-Glas, aber das Glas Pot Maru. Ich mache den mal sauber. So, jetzt ist die Scheibe auch trocken und ihr könnt was sehen. Der schaut auch noch gut aus, den habe ich vor über einem Jahr eingerichtet. Ist immer noch dasselbe drinnen. Ich habe doch relativ wenig gemacht. Letztens habe ich mal den Bodengrund hier ein bisschen ausgetauscht, also Pflanzen waren schon ein bisschen vergammelt. Und da habe ich mal Sand reingeschüttet, also einen groben Kies, was auch sehr gut ausschaut. Und das Problem hier ist, dass das so schnell anläuft, nicht weil das zu feucht hier drinnen ist, sondern weil hier drunter, was ich eigentlich ausschalten könnte, das 60F steht, da waren halt ein paar Pflanzen drinnen zum Wachsen und hier ist eine Lampe. Und die Lampe ist genau hier auf dem Brett und wenn man hier raufgreift, ist es warm. Und weil es hier unten warm wird, verdunstet Wasser und deswegen läuft das an. So wie hier auch ein bisschen. Das habe ich letztens neu gemacht mit Moos und so einer Pilea. Also schaut jetzt okay aus. Die Lampe hier ist jetzt leider ausgefallen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, das Netzteil davon ist kaputt, aber nicht so schlimm. Und hier habe ich jetzt die Kakteen und Sukkulenten in eins von den Zellgläser gesetzt. In den Neoglas sahen die nicht mehr so gut aus. Ein paar sind verstorben, also ein paar sind eingegangen. Deshalb habe ich die jetzt umgesetzt in das Zellglas hier und das passt auch. Und das Neoglas werde ich vielleicht wieder mal einrichten. Und hier hinten habe ich auch zwei Marupots und eins ein kleiner Flaschengarten und eine Pflanze, die auch gerade leer sind, die Marupots und der Flaschengarten hier. Der ist jetzt, glaube ich, schon so 5-6 Jahre alt. Also den habe ich relativ früh gemacht, als ich mit dem Aquascaping angefangen habe, und da ist nur eine Anubias drin und ein bisschen Moos und die lebt immer noch. Also finde ich sehr cool, werde ich auf jeden Fall aufheben. Schaut zwar so nach nichts richtig aus, einfach nur so ein Glas mit grünen Pflanzen, aber trotzdem cool, weil die schon so alt ist. Hier unten ist eigentlich nicht so richtig, also hier sind so ein paar Springschwänze und ein bisschen Lager, also ein paar Sachen, weiß ich nicht, Kram, so wie man es kennt. Und hier oben ist dann noch das Asselterrarium. Hier habe ich letztens mal so ein Logo von Arca ausgedruckt mit 3D-Drucker. Ich wollte mal schauen, wie das funktioniert. Hat echt gut funktioniert. Also Arca ist ja ein großer Sponsor von meinem Kanal und eine sehr coole Marke, bin ich sehr zufrieden mit. Deshalb haben sich die da einfach einen Platz verdient. Und hier, kleines habe ich auch ausgedruckt. Ist ja auch ein Kanalpartner von mir, die mich immer wieder supporten. Seht ihr gleich bei den Aquarien, die Lampen von Skylight. Aber hier oben ist das Asselterrarium, schaut auch gut aus, habe ich auch letztens vor einer Woche oder so mal die Scheibe sauber gemacht, damit man wirklich wieder mehr erkennen kann. Hier oben geht es ein bisschen unter, weil das halt hier so hinter dem Schreibtisch steht und man es gar nicht so wirklich beobachten kann. Hier oben ist eine Pflanze hier und die hier hinten ist leider kaputt gegangen. Ich habe die zwar immer wieder gegossen, aber irgendwie hat die es nicht geschafft. Dann hier oben sind einige Pflanzen und Lego-Sachen und auch die ADA-Toolbox und verschiedene Pflanzen und auch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber vor allem leichte Sachen oder irgendwie so Deko, so ein, noch ein Lego-Set, so ein Dinosaurierkopf und hier noch so ein ADA-Doa-Glas. Ja, da sind halt Pflanzen drauf, die so runterragen, die ich regelmäßig vergesse zu gießen oder halt zu spät gießen, die so ziemlich trocken sind, deshalb schauen sie auch teilweise so aus wie die hier. Also Zimmerpflanzen sind immer so eine Sache bei mir. Manche schaffen es ganz gut und überleben ganz gut und manche, die es nicht so gut aushalten, dass man sie mal vergisst, denen geht es dann nicht so gut. Muss ich ehrlich sagen, Aquarien und Terrarien funktionieren da bei mir um einiges besser als Zimmerpflanzen. Aber dann geht's los mit den Aquarien, auch noch ein großer Teil von meinem Hobby. Also ich würde auch trotzdem noch sagen, dass Aquarien immer noch auf der 1 sind und dann die Terrarien kommen. Aber die Aquarien immer noch so ein bisschen, die Aquascapes vor allem halt noch so mehr Fokus haben oder immer wieder
noch mehr Spaß machen, kommt mir vor. Also wenn ihr euch fragt, ob ich mittlerweile mehr Terrarien mag oder mehr Aquarien, würde ich sagen Aquarien, aber nur eine kleine Spur. Also ich mag schon beides sehr. Also ich werde auf jeden Fall noch mehr Terrarien machen, aber auch noch mehr Aquarien. Hier kommen wir zum Aquarium selbst. Das ist der Denali 30er Cube. Den habe ich jetzt letztes Mal erst zurückgeschnitten und habe den auch dann nochmal zurückgeschnitten, damit die Form von den Pflanzen nochmal besser kommt. Also hat sich da jetzt noch nicht so viel getan. Pflanzen wachsen zum Teil wieder ein bisschen nach. Dauert aber natürlich, weil ich hier kein CO2 habe. Also ein Aquarium oder Aquascape oder beziehungsweise Pflanzenaquarium ohne CO2 kann auch funktionieren, aber nicht mit allen Pflanzen. Also hier hat sich das Himianthus glomeratus sehr durchgesetzt. Das ist mittlerweile fast überall, auch fast als Bodendecker. Aber schaut trotzdem ganz gut aus, aber ist natürlich mit sehr vielen Einschränkungen. Und ich glaube, ich werde hier irgendwann mal in Zukunft eine CO2-Anlage montieren und schauen, wie sich das dann mit CO2 entwickelt. Ich habe jetzt hier auch noch einige Schwimmpflanzen draufgesetzt, damit die halt Nährstoffe verbrauchen, weil ich halt sehr viele Pflanzen zurückgeschnitten habe, damit das Aquarium immer noch ein gutes Gleichgewicht hat und gut funktioniert. Weil das Wichtigste für ein algenfreies Aquarium ist, ein gesunder Pflanzenwuchs oder viel Pflanzenwuchs. Die verbrauchen Nährstoffe und sind Konkurrenz zu Algen. Wenn man viele Pflanzen hat, die gesund wachsen, hat man auch keine Algen oder wenig Algen, weil es ein paar Algenbelege sind ganz normal. Die habe ich auch in meinem Aquarium. Hier sind jetzt auch keine Fische drinnen, sondern nur Garnelen. Ein paar Sulawesi Inlandsgarnelen und ein paar Mano-Garnelen und ein, zwei Geweihschnecken hier auf den Stein. Und hier ist auch eine. Also die halten so das Harzgewebe ein bisschen sauber und die Garnelen halten das Aquarium so ein bisschen sauber von Algen. Dann kommen wir zum nächsten Denali Aquarium hier, Denali Nano Tank 35 Liter, so einen Diorama Brazilian Style mit Drachensteinen. Da hatte ich auch am Anfang ein bisschen Probleme mit Algen, vor allem mit so Rotalgen, so Pinselalgen, aber die sind mittlerweile ganz gut weggegangen. Also hier auf der Anubias, die war komplett voll, aber hat sich wieder regeneriert. Ich habe einfach mehr Wasserwechsel gemacht, habe die Düngung angepasst, also ich habe ein bisschen mehr NPK-Dünger gedüngt, weil das kann auch sein, auf einmal am Anfang, dass man einfach Nitratmangel oder Phosphatmangel hat und einfach ein Ungleichgewicht hat und deswegen Algen kommen. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff. Ich benutze hier Masterland-Dünger aktuell, einfach nur den Masterland 2, also den NPK-Dünger und hier so einen Pumpenhub am Tag. Es ist auch manchmal so, dass ich einen Tag vergesse, also würde ich sagen, 5 Pumpenhübe in der Woche über die Tage verteilt, also jeden Tag immer einen und immer wieder mal einen Tag ausgesetzt. Also ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber es entwickelt sich auch ganz gut. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Physidens Vietnam dazugesetzt, weil die Utricularia hat es nicht geschafft. Die ist weggeschmolzen, ist auch immer wieder mal so mit der Utricularia. Habe ich mir auch schon fast gedacht, ist halt nicht schlimm. Im Hintergrund, die Pflanzen wachsen auch jetzt mittlerweile ganz gut. Ich muss die noch öfters zurückschneiden. Bei der Rhodalahara ist es so, wenn man die richtig rot haben will, braucht man zum einen genug CO2, was ich hier auch habe. Eine starke Lampe. Habe ich jetzt nicht ganz so hier, weil hier habe ich die Skylight Entrick. Das ist die schwächste Lampe von den Skylight Lampen. Hier ist noch so ein Pflanzenstück. Und die ist nicht besonders stark, deshalb ist die Rhodalahara auch nicht so rot. Und auch, weil ich halt jetzt nicht zu wenig dünge, sondern schon gar nicht zu wenig NPK-Dünger für die Aquariengröße. Die auch eher so orange. Und hier hinten, ich habe auch ein bisschen Oberflächenfilm, weil ich hier keinen Skimmer habe, aber ich möchte hier keinen Skimmer montieren, weil hier einfach kein Platz dafür ist. Aber hier hinten habe ich ein kleines Loch, wo die Myrophyllum Guyana eigentlich wachsen sollte. Da sind auch einige Stängel abgestorben. Und hier war auch der Filter vorher und da war hier der Auslass, hier über den Eck, wo jetzt keine Pflanzen sind. Und da sind die Pflanzen einfach nicht so gut gewachsen, weil weniger Licht hinkommt und das so ein bisschen ein Weg war. Deshalb habe ich den Filter jetzt auch auf die Seite gehängt. Ich weiß, schaut nicht so gut aus, aber es funktioniert einfach besser, wenn der Filter hier seitlich hängt und die Strömung so einen Bogen macht und wirklich viel Partikel aufwirbelt und einsaugt. Und das Aquarium Wasservolumen gut verteilt und in Bewegung setzt und das CO2 auch im ganzen Aquarium verteilt. Funktioniert einfach besser und ja, stört mich jetzt nicht so, dass man den Filter jetzt hier so sieht. Aber sonst, vor allem hier auf der Kamera, schaut es ganz gut aus. Also ich bin ganz zufrieden mit dem Layout. Zum Tierbesatz, ich werde hier keine Fische einsetzen. Ich habe hier nur Sulawesi Inlandsgarnelen, so wie in all meinen Aquarien. Letztens habe ich erst ein paar Geweihschnecken eingesetzt hier, ich glaube so 2-3 Stück. Das Aquarium ist jetzt auch schon ein paar Wochen, Monate alt, deswegen geht das schon. Ich setze die aber immer nicht zu früh an, damit die halt auch genug Futter finden. Zu der Beleuchtung habe ich gerade gesagt,
ist eine Skylight Entwick und hier bei den Cube habe ich vergessen, das ist eine Skylight Hyperbar in 30 cm. Und ich habe da letztens erst mit jemandem geschrieben, der auch so einen 30 Liter Cube reingerichtet hat und der mich gefragt hat, ob er sich die 30 oder die 15 cm Variante von der Skylight Hyperbar kaufen soll. Und ich habe hier auch die Lampe auf 50% runtergedimmt. Also könnte man jetzt sagen, ja klar, die 15 cm Variante. Und würde ich auch sagen, dass die 15 cm Variante ausreicht. Aber wenn man einen großen Hardscape-Aufbau hat, und das hatte die Person, die hatte hier so einen Baum, der hier so richtig mittig, also im Wasser, viel abgeschirmt hat. Das ist wirklich ein großes, massives Hardscape. Und wenn er jetzt die kleine Lampe hier oben drauf gesetzt hätte in der Mitte, dann hätte das ganze Hardscape das ganze Licht abgeschirmt und unten wäre relativ wenig Licht hingekommen. Deswegen habe ich ihm dann empfohlen, eine 30 cm Variante zu nehmen. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber dafür ist das Licht viel gleichmäßiger im Aquarium. Das heißt, überall kommt viel Licht hin und er ist auch jetzt sehr zufrieden mit der Auswahl. Also generell würde ich sagen, es reicht die 15 cm Variante für den Cube, aber halt je nachdem, wie man das Aquarium aufbaut. Hier in dem Setup würde die 15 cm Variante auch reichen, aber mit der 30 cm Variante hat man auf jeden Fall die bessere Ausleuchtung. Dann geht es hier weiter mit meinem 60 cm Biotop-Style Aquarium. Das ist aktuell ziemlich leer, was die Fische angeht. Also ich habe die ganzen Fische rausgefangen, es sind nur noch Garnelen in dem Aquarium. Hier ist auch eine Skylight Entwickers Beleuchtung, die passt für das Biotop-Style richtig gut. Für ein vollbepflanztes Aquarium würde ich wahrscheinlich eher die Skylight Hyperbar nehmen für einen 60er. Ist aber von Ausleuchtung besser, zeige ich euch hier gleich in dem Aquarium. Ansonsten passiert in dem Aquarium relativ wenig. Ich habe mir letztens mal Fotos angeschaut, wie es anfangs aussah. Und der Farn ist echt viel gewachsen, aber er schaut halt nicht so schön aus. Und es sind überall so löchrige Blätter. Und mittlerweile habe ich mich so ein bisschen an dem Aquarium satt gesehen, muss ich sagen. Und ich habe wieder Lust auf ein Aquascape mit viel Pflanzen, das heißt ein schön bepflanztes Aquarium. Also werde ich das in naher Zukunft auch wieder neu einrichten und euch wieder ein schönes Pflanzenaquarium zeigen. Ich finde es trotzdem cool und vielleicht mache ich sowas wieder mal in Zukunft, so ein Biotop-Style. Aber jetzt erstmal wird das dann auch wieder neu eingerichtet und ich freue mich schon drauf auf das nächste Layout. Weil ich wieder richtig viel Lust habe auf Aquascaping, also auf Aquarien einrichten. Das Ganze kann man auch gleich hier sehen. Hier liegt einiges an Hardscape für das 120p. Ich habe schon angefangen, aber es haben sich die Pläne wieder ein bisschen geändert. Ich glaube, das hat so ein bisschen einen Fluch, das Aquarium, dass der erste Plan, den ich mir vornehme, nie aufgeht. Das war beim ersten Layout auch. Ich wollte ein einfaches Naturaquarium einrichten, habe dann die Pläne verworfen und einen Diorama-Style eingerichtet. Jetzt wollte ich ein Afrika-Aquarium einrichten und ihr werdet dann in den Videos zu dem Aquarium sehen, was es wird. Also seid gespannt, abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Aber hier habe ich auf jeden Fall einige Materialien dafür. Ich habe hier neue Steine, was es bei Liquid Nature gibt, und zwar die Wild Rhino Stones. Dann habe ich hier noch so feine Wurzeln und so verschiedene Deko-Sachen und jetzt Sägen und Pinzetten und Sekundenkleber vom Microblift, der Planscaper Liquid zum Verkleben, damit alles hält. Dann hier noch den Polyglue vom Microblift, um es noch mehr zu verkleben, damit alles hält. Und hier noch ein bisschen Kieselsteine und ein bisschen Stücke von dem Holz, was ich hier abgebrochen habe, damit das hier reinpasst. Aber ja, in die Richtung, wie es jetzt ist, wird es gehen. Also das Hardscape geht in dieselbe Richtung wie am Anfang geplant. Aber so das ganze Konzept wird wahrscheinlich anders werden. Aber ich will euch jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Aquarium-Setup. Also das ganze Setup selbst, das ADA 120p, 1,20 m, 50 x 50, also 300 Liter, ist einfach ein richtig nices Aquarium. Mit dem Liquid Garden Premium Cabinet und hier als Beleuchtung die Skylight Hyperspot. Ich würde sagen, die beste Aquarienleuchte, was es aktuell am Markt gibt. Wir waren ja auch letztens mit Liquid Nature bei Zoo Flottmann und der ist auch extrem überzeugt von der Lampe, dass die zum einen komplett blendfrei ist, dass das Aquarium richtig schön ausleuchtet. Also auch hier die große Variante leuchtet das 120p richtig gut aus, das Licht schaut schön aus. Man kann sie mit App steuern, das funktioniert einfach. Also alles, was man sich von einer Beleuchtung wünschen kann, hat die Lampe, würde ich sagen. Zumindest sehe ich das so. Ist ja natürlich immer Geschmackssache. Aber für mich ist es aktuell die beste Aquascaping-Lampe auf dem Markt, was es gibt. Dann habe ich hier zwischen den Aquarien meinen Rollwagen von Ikea. Das ist so ein Ikea-Servierwagen. Da habe ich alle möglichen Sachen, so wie Special Blend, Aufwärtersalz, Bürsten zum Glasware sauber machen. Alles, was ich so mehr oder weniger wöchentlich brauche. Hier oben steht mein Toolstand, den gibt es bei mir im Shop.
Das sind alle meine Tools, was ich immer brauche, also von Pinzette, so einen kleinen Algenscraper, Scheren, die Klingenreiniger mit den Covers, was bei mir im Shop gibt, die Futterglocke zum Füttern von ADA, Fischfutter, hier habe ich auch nochmal das Biogran natürlich zum Fischefüttern und hier noch anderes Futter und Dünger, hier ich benutze hauptsächlich die Masterland 2 Dünger, manchmal noch ein bisschen Masterland 1 oder Masterland Eisen als Eisendünger, aber echt selten mittlerweile, also mittlerweile dünge ich fast nur NPK-Dünger, muss ich ehrlich gesagt sagen, und weniger Eisen, also immer nur so ein paar Tage. Aber ja, hier stehen so die Sachen, was ich immer brauche. Hier stehen gerade zwei volle CO2-Flaschen als Ersatz, also zum einen für das Aquarium, aber auch als Ersatz, wenn eine leer wird. Und dann kommt hier das letzte Aquarium, Aquarium Nummer 7 mittlerweile. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich das leere 120er mitrechne. Und das wird von der Skylight Hyperbar beleuchtet. Ich finde vor allem für Aquarien, was nicht so tief sind, ist die Hyperbar echt gut geeignet. Also für das 60p von ADA ist sie echt sehr gut geeignet. Das ist nur 30 tief, leuchtet das Aquarium gut aus, blendet auch nicht so stark, lässt sich auch per App steuern. Also gutes Gesamtpaket. Bei Liquid Nature ist es so, dass man sich immer die Balkenlampe kauft und die passende Halterung dazu, weil es gibt verschiedene Halterungsmöglichkeiten, einmal die hier, dann gibt es noch eine zum Ausziehen, dann gibt es noch die, was ich hier habe, mit so einer Halterung am Aquarium, dann gibt es noch eine Halterung am Unterschrank, also kann man sich dann die Halterung dazu kaufen, was man will. Hier zum Setup, das ist ein ADA 60p auf meinen eigenen Massivholzunterschrank, gibt es bei mir zu kaufen, wenn ihr da Interesse habt. Massivholz in Österreich von einem Tischler gefertigt, also von meinem Schwager besser gesagt, also in seiner Tischlerei, der stellt für mich her. Wenn ihr da Lust drauf habt, schaut gerne in meinen Shop vorbei. Ansonsten, das Aquarium hat ca. 60 Liter, ADA 60p. Ich habe hier so einen Nature Style, wo ich die Hintergrundpflanzen erst vor einigen Wochen neu gemacht habe oder neu gesetzt habe. Ich hatte ja sehr viel Eleucharis im Hintergrund und das wurde einfach zu viel, das habe ich jetzt rausgeholt. Und jetzt sind noch so vereinzelte Eleuchariushalme hinten. Ansonsten ist eine Areocolon da hinten, was man nicht so gut sehen kann, ja hier. Dann eine Pflanze, was ich von der Aquexpo mitgenommen habe, von der Christel Kasselmann, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Das sind hier gerade so ein paar Halme Rotalahara. Die hatte ich eigentlich komplett hinten eingesetzt, aber die ist komplett weggeschmolzen und die Garnelen haben sie aufgefressen. Dazwischen sind noch ein paar Ableger von der Blackleia Longlifolia. So wie hier, da habe ich jetzt die meisten schon zu Liquid Nature gebracht, gibt es jetzt bei Liquid Nature im Shop. Sind aber schon wieder die meisten weg, also eine echt beliebte Pflanze. Kann ich aber verstehen, die ist echt cool und die, was ich jetzt noch hier habe, die werde ich für mich aufheben. Muss ich aber jetzt bald mal in den Boden einsetzen. Ich glaube, ich werde die einfach hier im Hintergrund erstmal aufteilen. Ansonsten im Vordergrund hat das Silantium Tenellum White ein bisschen Überhand genommen. Finde ich aber ganz cool, muss ich aber jetzt wieder mal zurückschneiden. Ich wollte aber ein bisschen warten, bis die Hintergrundpflanzen mal so ein bisschen eingewachsen sind, weil ich da halt echt einen großen Eingriff gemacht habe, mit Pflanzen rausreißen, neuen Saul reinschütten, neue Pflanzen einsetzen. Deshalb habe ich den Vordergrund erstmal in Ruhe gelassen und nichts gemacht. Hier ein paar Krypten im Mittelgrund, auch so schön verwachsen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie so durcheinander wachsen, also hier das Land hinter einem Red so dazwischen, ein bisschen Moos dazwischen, auf den Wurzeln ist auch relativ viel Moos. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Setup, gefällt mir sehr gut und ich habe aktuell echt wenig Fische, ist mir aufgefallen. Also ich habe hier in den Aquarium Fische und im Juwel Aquarium Fische. Also echt aktuell wenig Fische für 7 Aquarien, was aber auch nicht schlimm ist. Ich habe ja auch viel, viel kleine Aquarien, da setze ich natürlich keine Fische ein. Aber hier habe ich verschiedene, einmal die Pfeffersammler, was ziemlich scheu hier im Hintergrund sind. Dann die Schilfsammler und ein paar Fleckenbarben noch aus einem alten Aquarium. Und ein paar von den so einem Danio-Axel-Roli. Und einige Garnelen, also hier sind echt viele Garnelen, die man gar nicht so sehen kann, aber wenn man genau schaut, ist alles voll mit so Inlandsgarnelen. Aber ja, das war's mit dem Aquarium. Also ich muss sagen, mir ist es jetzt gerade während ein Video aufnehmen und während ich euch die Aquarien gezeigt habe, aufgefallen, dass ich jetzt gerade viel mehr Motivation habe, die Aquarien neu einzurichten, zu pflegen und Sachen zu machen.
und im Sommer war das ein bisschen weniger. Natürlich hatte ich Lust und habe auch Aquarium neu eingerichtet. Aber irgendwie ist es mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich richtig Lust habe, neue Sachen zu machen, irgendwie Maintenance zu machen, also Aquarien zu pflegen, die Wasserwechsel, Pflanzen zu schneiden. Und das ist einfach bei jedem so, denke ich, oder bei vielen so. Aber jetzt, wo es wieder kalt wird und Winter wird, ist die Lust wieder richtig da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Projekte geplant habt. Würde mich auch sehr interessieren, wenn ihr irgendwas von mir vielleicht sogar nachbaut oder andere Sachen macht. Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und hier kommt jetzt der Playlist zu meinen ganzen Roomtouren, wo ich euch alles gezeigt habe von meinem Raum, wo noch ein, zwei Aquarien waren, bis hin zu den Stand jetzt. Also da könnt ihr immer die Updates sehen, was so dazugekommen ist und so weiter.